Ah, wir können ja hier noch nachladen, oder? Ja. Gut, nächste Waffe. Vanuk-Sturmschleuder. Schocke schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen. Wie Pirscher und Langbeine. Okay. Schön leise jetzt. Pirscher sind blöd, Langbeine sind besser. Ich brauche jetzt die Sturmschleuder. Ah, Blödsinn, die... Das ist die hier, oder? Die normale Schleuder. Nee. Stolperfalle? Vanuk-Sturmschleuder. Schocke, schockanfällige Maschinen mit Schockbolzen. Ich verwende doch schon die Sturmschleuder. Ja, ich verwende die eh schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt aber Langbeine finden. Wo haben wir denn welche? Ja, genau dann, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Ah, Langbeinareal ist genau da. Wo auch die Behemoth-Herde ist, ist natürlich nicht so gut. Hier sind Langbeine. So, dann können wir halt die Waffe gleich wieder auspacken. Ja, ich glaube, die Quests gehen zum Teil eh relativ flott. Ich will jetzt auf jeden Fall alle Quests machen. Also alle Tutorials. Und dann machen wir die Händler drüben. Die mache ich dann aber wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahme. Mal schauen. Wie ich Lust habe und wie es halt mit der Hitze geht. Ich hoffe, die Langbeine greifen mich nicht gleich direkt an. Hä? Das Langbeinareal ist hier oben. So, Sturmschleuder haben wir ausgerüstet. Wir sollen die schocken. Heißt das, wir müssen sie komplett durchschocken? Oder also halt bis der Balken voll ist? Oder müssen wir sie nur einmal treffen? Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, müssen wir dann mal schauen. Ja, das ist natürlich blöd. Hier sind irgendwo Langbeine. Wo sind die? Langbeine? Hä? So, medizintechnisch bin ich fast wieder voll, aber... Wo sind die Langbeine? Hier ist weit und breit nichts. Hier bin ich ja richtig fehl am Platz. So, wo haben wir Langbeine? Hier sind Langbeine. Ja, Langbeine sind mir lieber, die können sich halt nicht tarnen. Die sind ein bisschen leichter zum Treffen. Ich muss die, glaube ich, dreimal hintereinander treffen, damit dann halt dieser Schock durchkommt. Ich hoffe, dass hier jetzt welche sind. Ich verstehe nicht, warum da drüben jetzt keine waren. Da stand ja Langbeinareal. Naja. So, hier haben wir Trampler. Die Langbeine sollten hier sein. Ich hoffe, das sind sie auch. Ja.
Zwei Langbeine, sehr gut. Okay, Aloy. Und jetzt? Ein Hammer. Zwei Hammer. Die sich da noch hinlegen. Also animationstechnisch ist das schon echt absolut cool. Eins, zwei. Zwei. Sehr gut, fertig. Dann machen wir die jetzt normal platt. So, einer. So. Der Rest ist eh abgehauen. So, da liegen. Ich finde das auch echt toll, dass das auch dabei steht. Dass auch extra dabei steht, welche schockanfällig sind. Weil dann muss ich das Notizbuch nicht jedes Mal ausgraben und dann mich erstmal durchforsten. Sondern dann steht das auch gleich dabei. So, verbesserte Schmiedefeuer. Mit Feuerstößen getroffene Maschinen. 3. So, hier haben wir das Schmiedefeuer. Einfach nur Maschinen treffen. Ja, dann können wir ja eigentlich auch zu den Tramplern gehen. Mit was ist aber die Frage? Mit Feuerstößen, oder? Ja, mit Feuerstößen. So, wir speichern mal ab, weil die Tutorials muss ich nicht unbedingt jedes Mal nochmal machen. So, Trampler sind ein relativ einfaches Ziel, weil die sind groß, die hüpfen nicht viel. Ah, die suchen mich, warum? Einmal. Zweimal. Dreimal, sehr gut. Dann die nächste Quest. Schmiedefeuer. Mit Flammenwerfer in Brand gesetzte Maschinen. So, dann brauchen wir hier das da. Oh. Komm schon, du musst brennen. Komplett durchbrennen. So, einen Hammer. Boah, das frisst ja urviel. Boah, ich bin schon fast wieder leer. Boah, bis die brennen, das dauert. Ah, okay, der brennt schneller. Gut, dann warten wir einfach. Und dann fackeln wir den ab. Ja, kann gut sein, die Trampler sind ja, geben ja Hitze ab. Halten wahrscheinlich hitzemäßig auch sehr viel aus. So, wunderbar. So, einen Trampler haben wir hier jetzt noch, der Rest ist schon weggelaufen. So, den erledigen wir jetzt noch so. Und dann schauen wir gleich mal. So, der ist auch weg. So, jetzt muss ich kurz nachschauen. Nächste Quest. Zersprenger. Entferne Maschinenbauteile mit dem Zersprenger. Der Zersprenger, wo waren der? Das war die Waffe. Okay. Okay, eins. Alter, das ist ja Wahnsinn, wie viel da runter geht. Zwei. Das ist ja Wahnsinn, da geht ja alles runter. Das ist ja voll die krasse Waffe. Ah, muss ich erstmal nachladen.
auch so eine Art Bolzen. Wow. Die brennen jetzt beide schon permanent. Boah, die tun mir gerade aber richtig leid. Einfach zu Tode abgefackelt. Oh, jetzt ist der auch da gestorben. Boah, das ist aber schon eine echt quälende Methode. Du schießt ihnen zuerst mal die ganzen Körperteile weg. Die ganzen Bauteile. Und dann lässt du sie ausbrennen. Boah, das ist schon... Das ist bitter, muss ich sagen. Da fühle ich mich sehr unwohl. Bei so einer Spiel, also bei so einer Waffe. So, wir könnten jetzt probieren Breitköpfe. Wir brauchen noch 7 Teile. Mal schauen, ob hier überhaupt Breitköpfe sind. Könnte gut sein, dass hier schon wieder alles abgehauen ist, Das nehme ich mit. Was hier war. Ah, die sind hier oben, okay. Die Breitköpfe werden halt wahrscheinlich nicht so viel aushalten. Weil die haben nicht so viele Maschinenteile. Ich glaube, ich bin sicher. Oh. Hammer. 15, sehr gut. Dann machen wir die mal weg. Läuft bis jetzt sehr gut mit den Quests. Also ich musste bis jetzt noch nichts machen, wo ich ganz genau auf gewisse Sachen zielen muss. Haben wir zum Glück bis jetzt erspart. Puh, kostet aber schon ordentlich an Ressourcen, muss ich sagen. So, nächstes Tutorial. Schattensalvia. Verfessle große Maschinen wie Behemoth, Steinbrecher, Donnerkiefer und Sturmvögel. Oh, nee. Fesseln soll ich die. Dann nehme ich, glaube ich, einen Sturm... Blödsinn, kein Sturmvogel, einen Donnerkiefer. So, wo haben wir denn den nächsten... Wo ist ein gut platzierter Donnerkiefer, den ich in Ruhe erledigen kann? Genau, hier oben war einer. Nee, Sturmvogel, da muss ich ja warten, bis der wieder auf den Boden runterkommt. Ich kann den ja nicht von der Luft aus fesseln. Ich glaube, das funktioniert nicht. So weit geht der Seilwerfer nicht. Ich denke mal, wenn mit dem Seilwerfer, wenn das, so das Seil abgeschossen wird, hat das ja auch dann so sinkt ja dann auch runter wie ein normaler Pfeil. Das heißt, wenn ich dann nach oben schieße, sinkt das dann ab, also sinkt das dann relativ schnell wieder ab. Das Seil mit dem Pfeil vorne dran. Den Seilwerfer habe ich noch nie verwendet. Mal schauen, wie der so ist. Bis jetzt waren die Quests alle ganz in Ordnung. Nichts extrem Schwieriges. Mal schauen, wie die ist. Er lädt relativ lang wieder. Wahrscheinlich, weil relativ viel rund um das Lagerfeuer ist und das muss er alles erstmal laden. So. Seilwerfer. Ich habe den ja noch gar nicht ausgerüstet, den Seilwerfer, sehe ich gerade. Das wird ja dann gar nichts. So, Seilwerfer statt dem Zersprenger. So. Der... Blödsinn. Donnerkiefer ist hier. Laufen wir da mal rüber. Medizintechnisch sind wir voll, das ist gut. Ah, nee, wir sind fast voll. Jetzt sind wir voll. Die 1-2%, die da gefehlt haben.
So. Na gut, auf die habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Da laufen wir einfach drum herum. Die werden uns, glaube ich, eh nicht so schnell angreifen. Ich glaube, bei dem Donnerkiefer waren auch ein, zwei Plünderer dabei. Die mache ich natürlich zuerst fertig, ganz normal mit meinem Speer. Weil sonst... Ah nee, keine Plünderer, sondern Rotaugenwächter. Funktioniert das einfach so? Ich beschieße den da. Ah, ich habe ihn. Okay. Jetzt bleibt er hier eine Weile gefesselt. Jetzt warte ich einfach, bis er da... wie er sich versucht rauszuwinden. Krass, und er greift überhaupt nicht an. Das sind alles Sachen, da hätte ich mir das Spiel eigentlich so viel leichter machen können, aber... Hä, was machen die hier? Oh nee, geht's weg. Was machen Grauhabichte hier? So, hier frisst. Wie der abbrennt. So, ich gebe dir noch zwei Schläge mit. Dann müsste er eigentlich durch den Brand sterben, oder nicht? So, jetzt stirbt er durch den Brand. So, der stirbt jetzt auch. Danke. Ich will hier meine Ruhe haben. Der hängt dann noch immer fest. Das ist unfassbar. 6 Schuss brauche ich circa. Ich hätte den schon längst so wegtöten können. Ah, und dann fallen da Teile ab von ihm. So, zweites Mal. Jetzt liegt er wieder. Er verliert halt nicht wirklich Leben. Das ist nicht schlimm. Wir gehen dann einfach. Wenn wir ihn das dritte Mal gefesselt haben, gehen wir einfach weg. Die Animation ist aber schon echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich hätte auch gedacht, dass ich spezielle Teile treffen muss, um ihn zu fesseln. Aber man muss einfach nur irgendwo hinschießen und dann macht Aloy automatisch dann den... steckt dann das andere Ende in den Boden. Ist aber schon ordentlich lang gefangen. Kann man ihm doch schön alle Teile mal wegschießen. Eigentlich. Aber ich brauche halt den Kill nicht. Ist halt völlig irrelevant für mich. Ich muss eh mal schauen, wie schauen wir denn aus rohstoffmäßig. 112 von 120. Da können wir noch ein paar Quests machen. Also ein paar Tutorials. Ja, dem da so ein bisschen zuschauen, wie er sich da bindet. Aber es tut ihm ja nicht weh, er ist halt nur blockiert. Ich jogge mal so ein bisschen auf und ab. Sprint die Sprint. So, er hat sich befreit, sehr gut. Oh. Hä? Sehr gut. Jetzt haben wir es. Keine Ahnung wieso, aber das sind da Zwischenteile abgegangen. Oh, Kaninchen hat er platt getreten. So, Erfahrung Hammer.
Okay, Schattensprengschleuder. Erledige Maschinen mit Näherungsbomben. Okay. Schattensprengschleuder, das ist die hier. So, ich gehe mal weg. Da brauche ich kleine Maschinen, weil sonst brauche ich viel zu viele von den Pfeilen. Von den Bomben. Sind das die Näherungsbomben? Nee, das sind die hier. So, wir laufen hier mal schön weg. Wo ist denn das Lagerfeuer? Ich brauche irgendwelche Maschinen, die mich angreifen wollen, aber die klein sind. Ja, weil ich muss Maschinen erledigen. Bei großen Maschinen dauert das wieder so lang. Was würde sich da eignen? Das Wächterareal hier unten. Das wäre eine Idee. Wenn natürlich die Wächter noch da sind. Ich hoffe es.